Komm schon. Oh, hoho, schalte den Hubschrauber aus. Okay. Sonst noch welche? Aua. Wenn ich noch welche sehen würde. Wechseln wir nochmal rüber. Ich bin ja blind anscheinend. Okay. So, vielleicht mal wieder auf Franklin rüber. Okay, sehr schön. Wir haben, glaube ich, jetzt... So, steig in den Müllwagen. Ja, wir haben es geschafft. Oho. Nicht einfach, Leute, nicht einfach. Ja, super, erstmal nachladen. Achso, den Müllwagen. Nein, nein, nein. Müllwagen, Müllwagen. Ja, super. Ja. Aua, jetzt. Einsteigen, einsteigen. Ja. Begib dich zum Fluchtpunkt. Okay. So, komm schon, Franklin. Du reißt das Ding hier. Alter Schwede, das war cool. Das war echt cool. Aber schwierig. Zumindest, weil ich immer richtig hart rumwackel mit der Maus. Wenn ich irgendwie in solche Gefechte komme. Keine Ahnung, ich bin eben nicht der geborene Schütze. Aber was will man machen? So, ist das jetzt der Fluchtpunkt mit dem Wagen? Ups. Es wird sich natürlich zeigen, ob wir den gut platziert haben an der Stelle. So. Okay. Ich behaupte mal, das haben wir ganz gut geschafft. War ja nur der dritte Versuch jetzt. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, mein Fehler war einfach... Ich weiß gar nicht mal, was mein Fehler war, aber irgendwie... Jeder der drei Charakter, also Trevor, Michael und Franklin, jeder hat ja quasi eine Seite überwacht, mehr oder weniger. Und ich denke, da hätte ich auch mehr darauf achten sollen. Also, dass ich jeweils die Seiten... Dass ich diese einzelnen Seiten immer durch einen Charakter so ein bisschen bewache. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt. Sehr schön. Okay. Das freut mich echt, dass wir das geschafft haben. War cool, muss man sagen. Okay. So, jetzt sollten wir es gleich geschafft haben. Ich hoffe mal, der Punkt da oben ist gut ausgewählt. 500 Meter noch. 300. Wow. Oh. Ach ja, die Schranke ist natürlich wieder da. Oh. Na, ah, der Punkt ist ein bisschen kritisch ausgewählt. Ich hätte vielleicht nicht so... Ja, es geht. Muss man aber aufpassen, weil so ein Müllwagen kann jetzt natürlich auch nicht überall hinfahren. Ah ja. Okay, super. Steige aus dem Müllwagen. Zerstöre den Müllwagen. Mit einer... Nein, so. Ich frage mich jetzt ganz ehrlich immer noch, wie... Ich muss doch irgendwie... Wups, Ich hab's gewusst, Leute. Ich hab gerade eine Granate fallen lassen. Das war nicht beabsichtigt. Ich hab's noch gemerkt, wie ich was fallen gelassen habe und bin jetzt gerannt, ey. Oh Gott. Wenn das jetzt noch mein Fluchtwagen zerstört hätte, das wäre ja fatal gewesen. Heilige. Ich wollte eigentlich auf eine, ich wollte auf eine Haftbombe wechseln. Entferne dich von dem Müllwagen. Okay, fahren wir einfach mal hier lang. Moin, Wood. Heilige nochmal, ey. Wenn ich jetzt gestorben wäre, dann hätte ich mich aber selbst gehasst. Nein! Ah, das war Nase. Verdammt. Ist ja so ein Stausee. Sieht interessant aus. Everything cool? Yeah, man. Shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Na dann. Begib dich zu Devins Haus. Weiter geht die Mission. Noch ist sie nicht vorbei.
So, Michael macht sich auf. Und Franklin muss jetzt, ja, Franklin muss auch nichts mehr erledigen, denke ich mal. Aber Trevor, der wollte ja sowieso nicht so viel damit zu tun haben. Hat sich ja auch aus dem Bodenkampf rausgehalten. Ah, ist das dem seine Hütte? Boah, guckt euch das an. Das ist aber echt sehr, eine sehr opulente und dekadente Villa. Also, schon nicht von schlechten Eltern. Ups. Oh, ein Traktor. Boah, guckt euch mal das an, Leute. Also, wenn ihr sowas habt, dann habt ihr es, glaube ich, geschafft. Ist das ein Hotel? Nee, doch. Ich weiß es nicht. Könnte auch ein Hotel sein. Nee, ist ein Grundstück. Okay. Got a package for Devin Weston. Package for Mr. Weston? Come on. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 no. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man. Solomon Richards. Have a good one, boys. Na dann, bestanden die Blitzaktion. Hatte ja auch Michael so genannt, als er die Idee hatte. Hat er schon erwähnt, dass das Ganze so eine so ein Blitzüberfall ist, mehr oder weniger. Okay, also wir können jetzt... Boah, was eine Villa. So, Solomon. Das klingt wie so ein Digimon. Und Devin. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Boah, das ging ganz schön zur Sache. Bin ich froh, haben wir das geschafft? Sehr schön. Hier. Okay, das ist dann... Ist das nicht Franklin? Grün ist doch Franklin, oder? Ja, ich glaube schon. Wenn ich jetzt keine Farben hier wieder durcheinander... Ja, genau. Orange ist Trevor. Oh, hier die Seilbahn, genau. Da gibt es aber 2. Hier noch eine. Die müssen wir dann echt nehmen. Oder wahrscheinlich geht die Seilbahn von hier bis hier, ne? Wahrscheinlich. Die müssen wir auch nehmen, die Seilbahn. Die sind auch echt cool. Das heißt, als nächstes können wir dann einmal zu Devin und einmal zu... Solomon. Und dann müssen wir nochmal gucken, ob wir irgendwas Besonderes mit Franklin oder Trevor erledigen können. So, dann wechseln wir einfach mal. So. Okay, wir rufen ihn erstmal an. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, I'll think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. So. Erstmal den Seitenstreifen rammen hier. Oh, das ist gefährlich, hier runter zu fliegen. Boah. Das ist auch cool, weil sogar hier sieht man noch ein paar Wagen. Seht ihr das? Also... Hier die Lichter, da kann ich das irgendwie... Also hier, ne? Wo gerade meine Maus ist hier. Da sieht man noch so ein paar Lichter entlang fahren. Und ich weiß auch nicht, aber das ist so eine besondere... Ja, wie nennt man das? So ein besonderes Feature der Engine auf jeden Fall.
dass die auch noch dargestellt werden. Ich weiß auch nicht genau, wie das gemacht wird, aber krass. Damit hatten sie auch so ein bisschen... Ich weiß es gar nicht. Hatte man ja auch oft in diesen Trailern gesehen und... Wurde oft so ein bisschen als Feature genannt, mehr oder weniger. Bestätige ihre Verabredung mit Davin Weston auf seiner neuen Baustelle auf der Power Street in Alta. Bitte seien Sie pünktlich und bereiten, sofort mit der Arbeit anzufangen. Ach, und bereit. Okay. Und wie gesagt, keine Ahnung, wie die das machen, aber schon echt geil, dass über die Entfernung hinweg auch noch diese Lichter zu sehen sind. Ich weiß auch nicht, ob das mit meiner Grafikeinstellung zusammenhängt, aber kann... Ich weiß es nicht, bin ich mir nicht sicher, aber kann gut sein, dass bei höheren Grafikeinstellungen, zumindest bei der entsprechenden Option, dann auch mehr von diesen Lichtern in der Ferne zu sehen sind, also von den Wagen, ne? Wir sehen die ja gerade hier vorbeifahren. Das sind ja jetzt nur so ein paar vereinzelte. Und kann schon gut sein, dass es bei höheren Einstellungen dann sogar... Ja, danke. Dass es dann sogar noch mehr sind, das kann ich mir sogar gut vorstellen. Wir können hier mal ein bisschen ran. Ja, da despawnen alle, super. Aber ihr seht, sogar aus der Entfernung heraus sieht man noch Wagen. Das ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen. Also GTA 5, wie gesagt, das wohl zurzeit beeindruckendste Spiel, was jetzt so die Grafik und ja, also auch sowas mit der Entfernung, dass wir hier auf diese Entfernung noch das alles sehen können. Weiß jetzt gar nicht, wie man das, unter was man das zusammenfassen kann. Also hat ja ganz klar mit der Grafik zu tun. Man kann ja vielleicht sagen, dass es auf jeden Fall grafisch und technisch ein sehr, sehr beeindruckendes Spiel ist. Wenn nicht gerade das beeindruckendste. Kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, aber von den Spielen, die ich jetzt bisher gespielt habe und von denen ich zumindest gesehen habe, ist es wohl das grafisch beeindruckendste. Gab natürlich auch ein paar andere schicke Spiele jetzt in letzter Zeit, aber die kommen meiner Meinung nach nicht an GTA dran. Ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig abzuschätzen. Aber besonders, wenn ich überlege, dass ich GTA 5 nicht mal auf den höchsten Einstellungen spiele. Wie gesagt, Leute, es sind die sehr hohen Einstellungen, die wir hier spielen, aber nicht die höchsten. Da würde alleine mein Grafikspeicher einfach nicht für langen. Also die Framerate, die geht jetzt auch schon, also, ne, die ist schon gut dabei. Beziehungsweise geht die da schon ein bisschen in die Knie. Läuft natürlich immer noch super flüssig, aber geht schon ein bisschen runter. Und die höheren Grafikeinstellungen kann ich einfach gar nicht wählen, weil mein Grafikspeicher nicht reicht. Was denn hier? Aha. Kann hier jetzt wahrscheinlich auch nichts machen. Ich mag aber diese Gebäude. Ich mag das einfach, hier ein bisschen rumzufahren, um mir die Gegend anzugucken. Wo geht's denn hier lang? Das sind irgendwelche Felder. Boah, guckt euch das an. Das sieht so mega aus. Das ist doch... Waren wir hier schon mal? Ich glaube irgendwie noch nicht. Ist das nicht der Flughafen? Ja, müsste der Flughafen sein oder irgendeine Flugstation. Das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus, gerade aus der Entfernung. Man hat hier einfach so eine riesige Weitsicht. So, wenn wir hier ranzoomen, klar, dann sieht man, wie die Texturen hier aufpoppen. Ist ja aber auch nicht wild. Also, wie schon gesagt, das ist einfach technisch sehr beeindruckend und da wäre ich echt gespannt, wie das Ganze in 4K auf einem Mega-PC aussehen würde. Da wäre ich schon sehr gespannt drauf. Also mit allen Einstellungen auf ultra hoch und auf 4K wäre schon sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, ich spiele das Ganze jetzt auf 2560 mal 1440. Ist ja mehr oder weniger so ein Zwischending aus 1080p und 4K. Wie gesagt, mehr oder weniger. Ist also auch schon mal eine relativ hohe Auflösung. Aber, wie gesagt, so mit Ultra alles und auf 4K, das ist schon sehr beeindruckend. Gut, ich glaube, da macht auf keinem PC die Framerate mehr wirklich viel mit, zumindest in den höheren Bereichen. Also, da wird man auf jeden Fall keine 60 Frames mehr schaffen. Definitiv nicht, aber das wird dann schon sehr beeindruckend aussehen. Aber gut, ich glaube, wir haben jetzt genug geredet. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier überhaupt noch rumfahre. Wir wechseln jetzt einfach mal auf Trevor, Franklin, ich weiß es gar nicht. Was hat er denn hier gemacht? Ist da der eingebrochen? Ich weiß es nicht.
So, im Verlauf des Spiels triffst du Kontaktleute, die dir bei Raubüberfällen helfen können. Dadurch hast du die Wahl zwischen weiteren verschiedenen Crewmitgliedern. Das ist cool. Chefkoch, Boss, ich weiß, wir kochen nichts, aber weil ich gehofft habe, als die Aztecas das Labor angegriffen haben, habe ich gehofft, du denkst vielleicht an mich, wenn du bei einem Job... Moment, lesen wir gerade nochmal. Wenn du bei einem Job mal ein paar extra Muskeln brauchst. Chefkoch. Ah, der Chefkoch. Molly. Okay, Cletus. Bla bla bla, Steve. So, ich wähle die einfach mal alle aus. So. E-Mails. Ist jetzt nicht so wild. Stimmt, wir müssen doch immer noch diesen... Mord, genau. Wir müssen doch immer noch diesen einen Typen finden. Die Mission haben wir vor Ewigkeiten mal angenommen. Also diese Nebenmission, aber ich habe den irgendwie nie gefunden. Aha. Okay. Bla 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 bla. Okay. Gut. Dann gucke ich nochmal kurz auf die Karte. Können wir jetzt eigentlich... Ja. Dann fahren wir gerade mal schnell nach Hause. Da steht sogar unser Vehikel bereit. Unser fahrbarer Untersatz. Müssen wir mal gucken, ob wir die... Whoops. Moment. Verdrückt. Ob wir die Wagen mal wieder aufwerten können. Wie viel Kohle hat er jetzt eigentlich? 116 Dollar, wow. Naja gut, wir haben ja durch den letzten Job nichts bekommen. Ich finde es einfach nur schön, wie Michael und Franklin so an der Million ungefähr dran sind. Und der hat irgendwie so ein paar Tausend manchmal. Oder jetzt haben wir nur noch 100 Dollar. Wobei man ja sagen muss, ich glaube... Ja, ich weiß nicht. Er will ja schon irgendwie Geld machen. Aber anscheinend ist es ja auch nicht so wichtig für ihn. Ich glaube, er hat eher die Mentalität, dass er sich die Sachen klaut, die er braucht. Eventuell. Keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Aber er hat ja auch die ganze Zeit irgendwie mit Meth gehandelt. Walter White lässt grüßen. Und hat eigentlich auch nur in so einem komischen Wohnwagen gewohnt. Also so eine wirkliche Luxuswohnung hatte der ja auch noch nicht. Geschweige denn mal eine richtige Wohnung. Jetzt haben wir natürlich die eine hier in der Stadt. Aber die gehört ja jetzt auch nicht wirklich uns, sondern Wade's Cousin. Dem Floyd. So. Da hinten wären wir schon. Und als nächstes haben wir diese beiden... Ah, Moment, was ich jetzt übrigens gerade erst sehe. Hier, der... Na, der Devin. Der ist nur für... Trevor. Und er ist hier nur für Michael. Ist noch irgendwas für Franklin? Franklin hat, glaube ich, gerade irgendwie nichts zu tun. Nee. Okay. Dann wissen wir ja, was wir nächstes Mal zu erledigen haben. Einmal die Mission mit... Trevor und einmal mit Michael die andere Mission. Bin ich mal aufgeregt, wie sich die Story denn weiterentwickelt. Ich meine, jetzt haben wir ja die nächste Hauptmission endlich mal geschafft. Hat überhaupt nicht lange gedauert. So, da wären wir. Ach ja, Home Sweet Home. Mehr oder weniger. Ich finde das Hemd auch super von ihm. Dusche Gold. Golddusche. Golden Shower. Immer diese deutschen... Ja, das sollte ja eigentlich auch so eine deutsche Anspielung sein. Yay! The half the time. So. Sehr schön. Läuft wieder Queen hier. The finest. So. Radio Gaga läuft da übrigens wieder. Bitte. Herr Himbeermus. Look at you. Ich frage mich ja immer noch. Also, ein paar Sachen muss ich anmerken. Zum einen. Wieso liegt hier so ein Mus, so ein Jelly? Was hat er mit den Bären gemacht? Das sind... Eat, shit, die. Life, love, love. Also, leben, lieben, lachen. Und er hat es einfach Eat, shit, die gemacht, okay. So,
Oh, da läuft Queen. Ich mag das Lied. Ich mag Queen. Alles super. Freddie Mercury. Ich würde mich gerne noch umziehen übrigens. Kann ich das irgendwo hier machen? Boah. Warum hat... Ich... Also irgendwie... Ah ja. So. Ich würde mir nämlich noch gerne, ehrlich gesagt... Ach, Masken haben wir jetzt hier auch übrigens. Geil. Also können wir jetzt hier einfach mit Masken rumlaufen. Wäre natürlich auch eine Idee. Tanktops. Naja. Oberteile? Ah, fürs Jagen. Okay. Elegante Schuhe. So, pass auf. Dann ziehen wir mal wieder hier die Stiefel an. Wir geben ihm mal wieder den Jack Nicholson-Stil. Also, the Shining-Stil. Machen wir gerade mal. Putzenpullover, nee. Jacke, ja. Das ist auch ganz cool. So, genau. So, das passt auch schon. Und eine Sache, die mir jetzt noch aufgefallen ist übrigens. Die Axt hier an der Wand. Ich weiß nicht wieso. Aber ist das schon wieder eine Anspielung? Also für diejenigen, die The Shining... Ich habe den Film jetzt so oft erwähnt, Leute. Den müsst ihr euch jetzt angucken, weil sonst versteht ihr überhaupt nicht, warum ich mich hier gerade wie so ein Depp freue über alles. Ich sag nur so viel. Das ist geil. Diese Axt ist doch... Das ist doch wieder eine... Oder? Oder interpretiere ich da wieder... Also dieses Outfit und Trevor, das ist auf jeden Fall eine Anspielung an The Shining. Also... Ist wirklich eine Anspielung daran. Merkt man ja schon am Namen. Ist diese Axt auch eine Anspielung daran? Ich weiß es nicht. Das kann es natürlich Zufall sein. Und die Axt ist mir auch ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Aber das erinnert dann auch ehrlich gesagt schon sehr an The Shining. Könnte auch wieder eine Anspielung sein. Zusammen mit Trevor wird es ja passen. Das ist mega geil, boah. Ich mag die Entwickler. So. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. War jetzt eine dreistündige Aufnahme. Wir haben ja bei diesem komischen Jagdlevel ein bisschen gebraucht. Also ich habe da ein bisschen gebraucht. Aber ging ja alles. Wir haben ja schon ein paar Sachen heute geschafft. Wobei ich, Alexa, trotzdem eigentlich relativ langsam vorangekommen bin. Können wir mal gucken, dass wir vielleicht nächstes Mal ein bisschen Gas geben. Ich meine, ich will ja jetzt hier natürlich nicht durch das Spiel rushen, aber müssen einfach mal gucken. Wir haben jetzt auch relativ viele Hauptmissionen gemacht und nicht so viele Nebensachen, also geht das eigentlich. Nächstes Mal machen wir dann auch direkt mit den Hauptmissionen weiter, würde ich sagen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann noch ein herzliches Tschüssi.